Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Burning Point Road to Hell mit Nerkes bei Fangaming TV. Ihr erinnert euch, in den letzten Folgen waren wir auf der Suche nach... Oh mein Gott, braucht er langsam ein bisschen. Ein paar LKWs. Ja, zuerst habe ich den falschen geklaut, jetzt habe ich allerdings den richtigen. So, ich steige nochmal kurz aus, denn... Oh, geil. Spiel fängt an und erstmal direkt ein Grafikbug und ein Problem mit der Maus. Hauptsache, das hatte ich eigentlich ewig nicht mehr. Ich bin wohl ein wenig überladen, fällt mir gerade auf. Kann ich mich mal irgendwas trennen? Naja, nicht wirklich. Ah, die Panzerin könnte ich rein theoretisch loswerden, aber wie gesagt, nur rein theoretisch. Ich möchte mal kurz gucken, ob irgendwas im Wagen ist, was ich mitnehmen kann. Ach so, das ist der Taxifahrer, mit dem ich gekommen bin. Ha, schon wieder vergessen gehabt. Ja, dann fahren wir einfach mal los, würde ich jetzt mal behaupten. Müssen wir nur den LKW wegbringen. Ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr groß. Ich hoffe es zumindest. So, der hat 100 LKW. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal durch die Pampa hier. Ah, okay, da hätte ich noch so fahren können. Okay, gebe ich zu. So, fahre ich jetzt hier durch die Pampa. Hallo Pampa, ich fahre mal kurz durch. Oh mein Gott, da springt er. Da bin ich beim Weg. Sehr schön. Und dann fahre ich hier geradeaus. Wenn das alles so schön klappen würde. So, jetzt geht's aber. Ich hoffe mal, da kommt jetzt keine Straßensperre oder sowas in der Art. Egal. Also, wir fahren jetzt hier durch. Sollten dann... Oh mein Gott, ist der scheiße zu denken, der Wagen. So ein beschissener LKW. Sollten dann gleich den LKW abgeliefert haben und dann haben wir die beiden Aufträge... Mein Scheiße, wir sind mitten in den Unterhinter gekommen. Das, was ich befürchtet hatte. Scheiße, Drecks-Pissviecher, ey. Sterbt doch alle. Gut, dass der LKW jetzt mehr hatte als der andere, der letzte. Wieso gibt's hier noch einen Hinterhalt, ey? Ganz im Ernst. Wie, jetzt kommt noch einer. Ja, scheint nicht so zu sein. Na gut, egal. Noch 1,2 Kilometer jetzt. Also wenn wir den gleich abgeliefert haben, dann haben wir die beiden Aufträge für Jorge erledigt. Und dann sollten wir weiterkommen. Bezüglich... Kann ich einfach rüberfahren? Oder wie ist das? Ach ja, scheint so. Cool. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Dann sollten wir weiterkommen bezüglich der Suche nach Lisa. So, aber erstmal schauen. Ja, nein, wir müssen uns noch den Wagen abholen, fällt mir gerade auf. Der steht immer noch bei dem Mafiosi, beim Hubschrauberlandeplatz von denen. Aber naja, wir fahren jetzt erstmal hier geradeaus. In das Camp der Guerillas. Da passe ich wohl nicht rein. Deswegen fahre ich jetzt hier mit Stück rum noch. Und versucht dann von vorne so ein bisschen drauf zu fahren. Was war das denn? Was war das denn gerade? Geile Scheiße. Sekundäre Zielvorgabe erfüllt. Ausgestiegen. Sehr schön. Habe ich hier noch was drin? Ein Reifen? Ja, den brauche ich jetzt aber nicht. Gut, oh, jetzt quäle ich mich hier lang. Gute Arbeit, Gringo. Sprich jetzt mit Jamie, er wird sich freuen, dich zu sehen. Ach, Jamie, nicht Roche, okay, gut. Jamie berichten, dass die Mission erledigt ist. Ja, und das tue ich da oben. Ja, ganz, ganz toll. Und wie komme ich da hin? Verdammt, ich hasse euch. Oh, ihr seid solche Affen manchmal, ne? Wisst ihr das? Jetzt habe ich hier nicht mehr ein Taxi. Kann ich mir ein Taxi rufen? Ich glaube nicht, dass es klappt. Nee. Das heißt, ich darf echt durch die Gegend laufen. Bis ich zur Straße komme, bis ich mir dann ein Auto klauen kann. Ah! Reg das auf. Ah, es sieht doch noch ein Helikopter lang.
Und ich bin nur noch so voll beladen. Der Piranha kann schon mal weg. Die Schlange auch. Na, die packen sie gerade ein auf mal weg. Die ist jetzt scheißegal. Wie sieht es eigentlich mit Medikamentenabhängigkeit aus? Bin gar nicht so abhängig. Finde ich gut. Ich habe 37 Granaten, das ist natürlich übertrieben viel. Also das sind fast 10 Kilo. Aber trotzdem, ich glaube nichts möchte ich wirklich loswerden. Die Panzer kann ich immer gebrauchen. Und die RPGs, die sind, oh, wertvoll. Ich hasse es, Mann. Egal, gut, dann laufe ich halt. Ein Weilchen. Destroy, destroy. Wie weit muss ich denn laufen? Ah, fast die Hälfte bis zur Straße. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Hier muss doch irgendwas sein, ey. Das ist doch die Kampfmusik. Ach so, der Heli. Na komm her, wo bist du, hä? Dann schleiche ich halt lang. Ist mir auch egal jetzt. Machen wir es einfach. Oh, cool, Deck. Ach, wegen der Maus, deswegen. Na, komm, wo bleibst du? Oh, Schlange. Geht doch. So, wo ist der Heli jetzt hin? Ha? Da. Hä? Oh, da sind Typen. Oder da war einer. Irgendwo noch einer? Sonst sehe ich keinen. Na komm, nehmen wir das noch mit. Und die hier. Den Rest lassen wir drin, sonst sind wir wieder viel zu überladen. Und dann schwimmen wir mal hier rüber, würde ich sagen. Ups. Da geht mein... Da gehen meine Kopfhörer flöten. Oh, nein, 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 nein. Riesenfehler. Riesenfehler. Schmeckt doch gar nicht. Scheiß Drecksviecher. Kacke. Wisst ihr was? Aber dann haben wir jetzt einen Grund, das Ding loszuwerden. Weg mit dir, so. Nimm ich ein paar Spritzen mal zu mir. Alter! Ich hasse es. Na super, jetzt hat er mich auch noch getroffen. Immer in den beschissensten Situationen geht einfach alles schief. Super, das war's. Klasse. Dann nehmen wir mal eine Panzerung an. Nein, nicht die. Die. Naja. Und laufen rüber zu dieser vermeintlichen Brücke. Ja. Dieser Übergang übers Wasser. Echt super. Jetzt verbrauchen wir hier die ganze Zeit schon wieder mit dem durch den Dschungel irren. Von Helikoptern weg. Warum wegrennen eigentlich? Komm her. Na? Wo bist du, hä? Na? Tschüss, du Pisser. Zack. Slow down, Gringo. Geht doch, ey. Dass ich erst mal vierten Schuss gehe. Aber egal. Tod ist tot. Das Ding ist auch im Arsch. Jetzt können wir wieder was tragen. Das nehmen wir die mit, würde ich sagen. Den räumen wir auch mal leer ein bisschen. So, gibt's hier noch was zu holen? Ich glaube nicht.
Oder doch? Guck mal. Doch, da ist was drin sogar. Und ein Revolver auch. Nehmen wir einfach mal mit. Die Spritze kann ich eigentlich direkt mal zu mir nehmen. Wo sind die denn jetzt? Ah, da. Die haben nichts gebracht. Na super. Geil. Ich liebe es. Dann laufen wir jetzt halt hier durch. Es gibt mir alles auf den Piss hier. Ich will zur Straße. Mensch. Ich sollte die Waffe eigentlich auch mal aufrüsten, die Pistolen. Dann zieht die auch besser. Und hier sollte ich mal so eine ordentliche Munition wechseln. Ach, bin ich sogar. Das ist die, Schütze, oder? Moment mal, wenn ich jetzt die Munition reinpacke. Da, habe ich noch 29. Tatsächlich. Ich habe noch 29, leise Munition. So, Pisser bist jetzt auch tot. Ich nehme dich jetzt wieder mit. Mafiosis? Don't shoot, I'm with you. Alles klar? Okay, will nicht reden. Schlagen wir uns beide durch den Dschungel. Ach ja. Kann sich nur um Stunden handeln. Wo ist das denn? Kann ich eigentlich die Schmetterlinge eigentlich auch abschießen? Nee, anscheinend nicht. Laufen wir einfach weiter. Ach ja, ich fühle mich so beleidigt, also keine Ahnung, so erleichtert irgendwie. Also, muss nichts Schweres mehr tragen. Ist ganz chillig so. Ich überlege gerade, ob der Taxifahrer vielleicht noch da steht. Also da wir sowieso einen Wagen suchen müssten, können wir eigentlich auch gleich in Richtung Taxifahrer laufen, der da, also da, wo ich den hatte stehen lassen quasi. Oh, da waren Moskitos. Jetzt muss ich mal schauen. 32 Medikamentenabhängigkeit. Oh, da sind eine Menge Moskitos. Ich laufe mich immer noch an. Also da muss ich mal schauen, dass ich dann zum Arzt komme. Und so weiter und so fort. Aber naja, erstmal Primärmission irgendwie erfüllen. Wobei, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Arzt. Wobei, ich muss jetzt erstmal zurück in die Stadt kommen. Und erstmal, also davon noch zurück in die Straße. Ach ja, wie ich das Spiel liebe. Das ist eigentlich richtig geil, nur dass man immer irgendwo im Dschungel ausgesetzt ist quasi. Das ist scheiße. Ich sollte echt an jeder Basis einen Wagen stehen haben. Oder zwei. Am besten drei. Da ist die Brücke. Da hat doch jemand gesprochen gerade eben. Oder? Ach, die Kurve kenne ich doch. Noch 3,6 Kilometer, aber jetzt bin ich gleich in der Straße. Endlich. Tralala, tralala. Ich frage mich, wer sterben muss. Also irgendjemand muss sterben. Irgendein Autofahrer. Die Frage ist, was für ein Autofahrer ist das? Ein Guerilla? Ein Zivilist? Ein Polizist? Also, CIA meine ich, sorry. Vielleicht ein Mafiosi. Ein Bandit. Also, ein Regierungsbeamter wäre am schönsten. Ein Soldat, weißt du. Na, Auto. 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 Nirgends. Vielleicht. Irgendwo. Kein einziges. Leute. Ich könnte mich doch nicht so allein lassen. Zivilist.
Ich gehe noch kaputt auf dieser Straße, ey. Es kommt einfach kein Auto. Soll ich jetzt nach Hause laufen? Ja, oh, verdammt. Da. Sorry. Die Kugel hängt hier. Viel interessant. Na naja, egal. So. Und auf geht's. Ab zurück in die Stadt. Wuhu. Yeah. Noch 3 Kilometer. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich gehe erstmal zum Arzt. Kümmere mich so um die kleinen Problemchen, wobei ich könnte jetzt schon mal pennen einfach. Das wird schon mal einiges helfen, glaube ich. Ja, finde ich viel. Nicht wirklich was. Also. Ich sollte wirklich zum Arzt gehen. Ja, ich gehe einfach zum Arzt. Kümmere mich um die Heilung, kümmere mich um die Medikamentenabhängigkeit. Werde dann beim Waffenhändler den ganzen Kram verkaufen, so wie die Schlange bei dem Typen da gegenüber. Ja, so werde ich es machen. Dann kann ich demnächst zu dem Mafiosi zurück eigentlich und mir meinen Wagen holen. Hätte ich auch jetzt machen können eigentlich. Ne, mache ich aber nicht jetzt, so fertig aus. Mache ich gleich. Das ist natürlich super gelaufen. So, jetzt weg hier. Du bist jetzt ein Feind, Regierung. Echt? Wusste ich gar nicht. Das ist ja was ganz Neues. Ui. Und. Ja, gut. Es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich dachte. Ich dachte, ich kann jetzt so fett langdriften, aber nein, hat nicht geklappt. Hat nicht sollen sein. Gut. Dann hauen wir mal ab hier. Rein, meine ich. Also, wir hauen ab rein, ne? Hey Doc, alles klar? So, so, bla, bla und so. Super, wir sind wieder heil. So, und nein, nein, das war zu viel, Escape. So, Medikamente habe ich jetzt auch geklärt. Wie viel haben wir jetzt noch an Geld? 1200 noch, was? Das ist in Ordnung, damit kommen wir klar. Wir können jetzt natürlich noch was verkaufen an Kram. Insofern sowieso kein Problem. Danach fahren wir zu Jamie, würde ich sagen. Ich wollte gar nicht schlafen. Ich wollte den Wagen ausmachen. So, hallo Mister. Ich würde gerne Wasser verkaufen bei Ihnen. So, ich habe das so komische Sachen, wie zum Beispiel eine Schlange. Ja, aber ich glaube, mehr habe ich gar nicht für dich. Schade eigentlich, ne? Ich weiß. Süß. So, wo ist denn der Drogendealer hin? Kann ich telefonieren? Kann ich so voll die coolen Nummern wählen. Hallo. 911. Voicemailbox of the Rescue Service. We are specialists in rescues for underwater, incendiary and even wildlife emergencies. Before stating your location, please give us your social security number. Das ist meine Sozialversicherung. Please check the number and dial again. Please. Okay, gut, okay. War die falsche Nummer. War aber sowieso nur ein kleiner Spaß, also. Fertig aus. So, ab. Hier, los. Hi. Na, kennst du mich noch? So, ich muss was kaufen. Das ist natürlich Schwachsinn, ich will was herkaufen. Hier, den schenke ich dir. 21, ja, klar, gerne gemacht. Gebonkt, eine RPG, die behalte ich dann, die behalte ich auch. So. Die würde ich einfach kaufen. Danke. So. Die behalte ich, die behalte ich, die behalte ich, die behalte ich, die behalte ich. Das heißt, die verkaufe ich. Sehr schön, perfekt. Hat alles super geklappt. Freut mich. Dann geht's jetzt auf zu Jamie. So. Nein, 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 ich wollte dich nicht überfahren. Sehr schön, danke. So, da sind wir nun. Und ja, rein gehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut.